Ja, Entschuldigung. Danke für die schöne Einleitung. Sehr schön. Genau, ich werde den Erdlingshof ja, vorstellen. Ich werde den Vortrag in zwei Abschnitten unterteilen. Einmal die Vorstellung über den Hof und unsere Arbeit. Und der zweite Teil, da wird es um ein Rind gehen, um ein Kälbchen. Und das ist der Nico. Und der Nico hat nämlich eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Und ja, die werde ich dann gleich vortragen. Genau, wie es Doreen schon erzählt hat, bei uns leben die sogenannten Nutztiere in erster Linie, zwar auch ja, sogenannte Haustiere. Genau. Bei uns sind die typischen Bauernhoftiere vertreten, wirklich von Hühnern bis Rinder, Pferde, vielleicht alle typischen Nutztiere. Ja, vertreten. Genau. Der Hof wird von Birgit und mir betrieben. Jetzt viele Tiere machen viel Arbeit und deshalb machen wir die Versorgung zum Glück nicht zu zweit, sondern wir haben auf dem Hof ein tolles Team, die täglich für das Wohl der Tiere ja, vor Ort ist. Ohne das Team würden wir die ganze Arbeit, die vielen Tiere auch gar nicht schaffen. Genau. Wir haben so zwei Schwerpunkte beim Erdlingshof. Das eine ist das Tiere retten, also aktiv Tiere retten und denen ein dauerhaftes Zuhause geben. Und ein zweiter Schwerpunkt, der uns mindestens genauso wichtig ist, ist die Aufklärungsarbeit. Und überspringt. Gut. Also uns ist die Aufklärungsarbeit, wie gesagt, mindestens genauso wichtig, weil wir wissen, wir können unmöglich alle notgeratenen Tiere bei uns aufnehmen und denen vor Ort helfen. Und im Endeffekt können wir viel mehr Tieren helfen, indem wir ja, die Menschen wachrütteln und einfach neues Bewusstsein schaffen für Tiere. Dass es keinen Unterschied gibt zwischen einem Schwein und einem Hund zum Beispiel, dass beide ja, gleichermaßen fühlen und leiden. Ich wollte eigentlich noch einen Film zeigen, der löst sich jetzt aber nicht. Wir machen extra Führungen auch für Schulklassen. Wird auch sehr gut angenommen von Schulklassen. Macht mir persönlich ganz besonders viel Spaß, mit Schülern auch zu arbeiten. Und wer schon bei uns am Infostand war, der hat vielleicht schon, wir haben so eine Kälberausstellung. Die haben wir auch auf dem Hof auch aufgebaut, wenn dann auch gerade große Gruppen kommen und dann gehen wir teilweise zu den Kälbern hin, also den Plastikkälbern, und dann fragen wir die Schüler, was seht ihr da? Und alle freuen sich ganz arg, Kälber, Kälber, also einfach nur süß, Kälber. Und dann sage ich, ja, richtig, Kälber. Und was seht ihr noch? Und dann ist erstmal ziemlich ruhig und dann kommen ziemlich schnell, was sie eben noch sehen, ein Käfig. Und zwar haben wir bei der Kälberaufstellung, die wir haben, das sind lebensechte Kälber und auch ein Käfig außenrum, so ungefähr die Größe, wie auch die echten Kälber in der ersten Zeit leben würden. Und aber normalerweise ist es so, wenn Kinder oder auch noch Erwachsene so ein Kälbchen sehen in so einer Kälberbucht oder so einem Kälberiglo, normalerweise immer alle, oh, süß, schön, möchte ich streicheln, jetzt sind sie glücklich. Aber sie sehen halt nicht das Leid, was dahinter steckt. Dass sie ja eingesperrt sind, dass sie weg sind von der Mutter und dass sie ja in der Regel auch dann später bald getötet werden. Und dann fragen wir die wieder, also ja, richtig, ist ein Käfig. Was denkt ihr, wie fühlen sich die Kälber, dass sie da eingesperrt sind? Ohne Mama, dass sie nicht zu Mama können. Was denkt ihr? Also, und dann kommen die Kinder selber auf die Lösung. Traurig. Und was denkt ihr, wie fühlt sich die Mama, dass die Mama nicht beim Baby sein darf? Auch traurig. Also, und das, was wir dann so ein bisschen, glaube ich, den Kindern mit auf den Weg gehen, dass die, wenn die danach so ein süßes Kälber-Iglo sehen, dass sie es dann mit anderen Augen sehen. Und auch wenn sie es vielleicht nicht umsetzen können, vielleicht trotzdem werden die in der Zukunft, ja, die solche Kälber-Iglos zum Beispiel mit anderen Augen sehen. Genau. Jetzt komme ich zum Hauptteil vom Vortrag.
Da geht es um das Kälbchen Nico, der eine sehr außergewöhnliche Geschichte hat. Dennoch fange ich mit dem kleinen Prinzen an. Denn ja, indirekt kann man sagen, hätten wir den kleinen Prinzen nicht gerettet, hätten wir den kleinen Prinzen nicht kennengelernt, so hätten wir den Nico auch nie kennengelernt. Und somit sagen wir, indirekt hat der kleine Prinz dem Nico das Leben gerettet. Und Nico ist ja Mitte letzten Jahres leider verstorben. Und der kleine Prinz lebte auf dem gleichen Betrieb, wo der Nico ja lebte und herkam. Und der Bauernhof, wo der kleine Prinz und auch der Nico herkam, der hat uns selber angerufen und hat gefragt, ob wir den kleinen Prinzen aufnehmen würden oder wollen, weil ansonsten würden sie ihn erschießen. Weil er war krank und war kleiner als die anderen Kälber und die Chancen waren ja auch damals schon sehr schlecht. Wir haben ihn dann zu uns genommen, haben ihn dann direkt zum Tierarzt gebracht und ja, wurde versorgt, hat Medikamente bekommen. Die Medikamente haben auch sehr gut angesprungen. Er ist auch ja, gewachsen, größer geworden. Und wir haben damals mit dem Betrieb vereinbart, wir nehmen den kleinen Prinz auf und im Gegenzug machen die eine kleine Milchpatenschaft. Und weil wir ja keine Milch haben und es aber noch ein Baby war, dann bin ich jeden zweiten Tag zu dem Betrieb gefahren und habe die frische Milch abgeholt. Und dadurch habe ich dann von Nico erfahren. Genau, da komme ich jetzt zu Nico. Der war in einem sehr, sehr schlimmen Zustand. Man sieht so ein bisschen ja, auf der rechten Hinterseite, da fehlt ihm das Fell. Er war an vielen Stellen ganz nackt, ganz kahl, hatte starken Durchfall und er konnte nur auf drei Beinen stehen. Genau. Wir haben Nico abgeholt und direkt in die Tierklinik gefahren. Und in der Tierklinik meinte der behandelnde Arzt, so einen schlimmen Hinterfuß hat er bei dem Kalb noch nie gesehen. Und wir kommen mindestens 3 Wochen zu spät. Wir können da nichts mehr machen. Und ja, wir müssen ihn einschläfern. Es ist einfach zu spät. Da bringt nichts mehr. Und er hat dann wirklich schon die Spritze schon aufgezogen. Ja, zum Einschläfern mit dem, ja, die Spritze zum Einschläfern. Ja, das war dann für mich erstmal ziemlich, ja, niederschlagend. Ich bin fast 2 Stunden mit ihm in die Tierklinik gefahren und habe mir, ja, hatte mehr Hoffnung und habe es dann auch dem Arzt gesagt. Was wäre, wenn es kein Rind wäre? Was wäre, wenn es zum Beispiel ein Pferd wäre? Was wäre es, wenn es ein vielleicht 10.000 Euro teures Fohlen wäre? Was würde man da machen? Gäbe es nicht noch irgendeine andere Möglichkeit, außer jetzt ja, ihn zu töten? Weil ansonsten, er war schon, ihm ging es nicht gut, aber man hat deutlich seinen Lebenswillen gespürt. Und er hat dann gemerkt, dass es mir eben doch sehr wichtig ist, dass ich Nico ja, retten möchte, Nico helfen möchte. Und dann hat er gesagt, okay, einen Versuch machen wir. Ich gebe Ihnen jetzt für 5 Tage Spritzen mit. Und wenn es in 5 Tagen nicht besser wird, dann muss man aber einschläfern. Genau. Ich habe ihn dann ja wieder mitgebracht oder zum ersten Mal auf den Erdlingshof geholt. Der war ja vorher auf dem Betrieb. Und ja, wir hatten erstmal ein gutes Gefühl. Ja, er wär beinahe getötet worden. Wir haben es aber geschafft, den Arzt zu ja, überreden, dass wir ihn nochmal mitnehmen durften und haben jetzt gehofft, dass die Medikamente in den 5 Tagen eben ja, Wirkung zeigen und haben jeden Tag gespritzt. Genau. Und ja, haben ihn in unser Herz geschlossen und je mehr Tage vergingen, ja, je schlechter ging es uns auch damit, weil wir einfach merkten, die Spritzen, die haben nichts verändert, ihm ging es nicht besser. Der Fuß, sein linker Fuß, wurde immer dicker. Und am 5. Tag haben wir ihn dann nochmal untersuchen lassen. Und dann wurde uns ja wieder nahegelegt, ja,
Wir müssen Nico einschläfern lassen, erlösen. Ja, mit der, auch also auch zum zweiten Mal konnten wir uns damit nicht anfreunden. Wir haben einfach gesehen, dass er einen Lebenswille hat. Und wir konnten es nicht akzeptieren, nur, in Anführungszeichen, nur weil sein Fuß, ja, nicht funktionierte, dass er, ja, sterben muss. Und wir hatten schon damit gerechnet, ja, dass nicht gut ausgehen wird. Haben wir gesagt, wir wollen es röntgen lassen, dass wir einfach mehr wissen, was ist. Und leider kam beim Röntgenergebnis und dann später heraus, dass ja die teuerste Spritze der Welt hätte Nico nicht helfen können, denn der Fuß war bereits tot. Also er hat einen toten Fuß gehabt. Wie das genau passiert ist, warum er einen toten Fuß hatte, weil das hatte er von Geburt an, genau weiß man das nicht, aber der Tierarzt meint wahrscheinlich, das, was wir wissen, er war eine Großgeburt und da wurde wahrscheinlich, wie es öfter ist, bei der Geburt mitgeholfen, wurde wahrscheinlich ein Strick um seinen linken Hinterfuß gewickelt und daran rausgezogen. Und es hat wahrscheinlich so lange gedauert, die Geburt von Nico, wurde so feste zugeschnürt, dass ja sein Fuß abgeschnürt wurde und somit die komplette Versorgung eingestellt wurde. Und dadurch ist dann wahrscheinlich sein linker Fuß abgestorben. Das heißt, wir hätten ihm auch mit der besten Spritze nicht helfen können. Ja, wir hatten ja, wie gesagt, schon das Schlimmste befürchtet, dass wir seinen Fuß nicht mehr retten können. Und haben dann aber gesagt, wenn es ein Hund wäre oder eine Katze, hätten vielleicht oder bestimmt mehrere Menschen noch eine Idee, was man machen könnte, außer einschläfern. Bei Hunden gibt es zum Beispiel Hunde-Rolli, kennen bestimmt schon die einen oder anderen. Was es aber auch gibt bei Hunden, zwar nicht so oft, aber es gibt auch Prothesen. Und also für Hunde oder auch für Katzen. Und wir haben dann angefangen zu recherchieren. Erstmal in Deutschland. Und in Deutschland haben wir ja leider gar nichts gefunden. Also schon gar nicht für Rinder. Dann haben wir aber weitergesucht und in Amerika, da sind die da schon etwas weiter. Die Amerikaner sind teilweise bekannt für verrückte Sachen und dort gab es und gibt es tatsächlich schon Rinder, die mit einer Prothese leben. Genau. Wir haben dann den Plan gehabt, wir wollen ja weiterhin für Nico kämpfen und nicht einfach aufgeben, nur weil sein ja, Fuß nicht funktioniert. Und haben dann rumtelefoniert nach, bei also Großtierkliniken, ob sie sich vorstellen können, Nico zu helfen und den Fuß zu amputieren. Und wir haben dann aber leider überall nur Absagen bekommen. Manche haben gesagt, das machen sie nicht, das wird auch nicht gehen, haben sie noch nie gehört, das gibt's nicht. Und andere haben sogar gesagt, erstens würden sie es nicht machen und zweitens, wenn wir es machen würden, das Veterinäramt würde sowas niemals ja, akzeptieren. Das wäre unmöglich. Also wir hatten ja dann wirklich Angst, was machen wir, wenn wir keinen finden, der bereit ist, uns zu helfen, beziehungsweise Nico zu helfen. Wir können ja nicht einfach ja, mit der Heckenschere oder mit der Säge hingehen und es selber machen. Und haben aber nicht aufgegeben und haben dann ja jemanden gefunden, einen Tierarzt, der sich dann bereit erklärt hat, die Amputation bei Nico unter Vollnarkose durchzuführen. Genau, und hier bei dem Bild, da sieht man Nico, wie er auf dem OP-Tisch liegt. Und ja, er hat wirklich die OP sehr gut überstanden. Und wir haben uns die Wundversorgung etwas leichter vorgestellt. Wir haben gedacht, vor der OP ist er nur auf drei Beinen ja, gelaufen, gehumpelt. Und wir haben gedacht, wenn dann nach der OP ist der Fuß ja noch kürzer, dann läuft er auch auf drei Beinen. Und somit hätte der Stumpf, also die Wunde, schön abheilen können. Ja. Das Problem war aber, nach der ja, OP, die hat er, wie gesagt, sehr gut überstanden. Wir hatten einen Schutzverband drum. Dann hat er aber auch angefangen, seinen linken Fuß auch wieder zu benutzen. Und ja,
Das war ein großes Problem für uns. Er hat dann die offene Stelle, die jetzt eigentlich erst noch abheilen musste. Da musste erst eine richtige Haut entstehen. Es war zugenäht und er hat es aber immer wieder belastet. Und dann hat es angefangen, dass es geeitert hat, dass Fäden wieder aufgegangen sind. Und ich habe gemerkt, es kann auch nicht gehen. Wenn er seinen Fuß belastet, dann wird die schönste Naht wird immer wieder aufreißen. Er darf den Fuß einfach nicht belasten. Genau, und dann hatten wir ein Gestell, wo er dann tagsüber ja, drin stand und seinen linken Fuß entlastet hat. Und draußen habe ich dann seinen linken Fuß ersetzt. Und wir sind sogar richtig wilde Runden durch den Hof gerannt. Also ihm ging es ja sonst wieder sehr gut. Aber es war natürlich keine Dauerlösung. Und das Problem war, wir konnten nicht sofort mit dem Bau von der Prothese beginnen. Oder mit der Anfertigung, denn sein Stumpf musste erst abheilen. Da durfte noch kein Druck drauf sein. Und dann, als er gesehen hat, dass die Wunde einfach nicht heilt, dann gesagt, es kann so nicht gehen, ich muss jetzt irgendwie eine Lösung finden. Und bin durch den Hof gelaufen in Dachboden, habe einfach gesucht, rumgestöbert, was finde ich, mit dem ich Nico helfen könnte. Und sozusagen eine Übergangsprothese. Wie kann ich ihm helfen? Und ich habe dann meine alten Inlineskater gefunden, die ich, seit ich auf dem Hof wohne, sowieso nicht mehr brauche. Und habe die so umgebaut, wie man es hier ein bisschen sieht, dass die Nico gepasst hat. Habe hier unten die Rollen abgeschnitten, einen Holzstick hingemacht, hier noch was aufgeschnitten. Auf jeden Fall hat er reingepasst. Und ich hätte selber nicht gedacht, die war angeschnallt und er ist dann sofort aufgestanden und es lief. Ich hätte gedacht, der wird es wahrscheinlich als Fremdkörper ansehen. Er wird erstmal versuchen, das abzuschütteln. Hat er auch nicht gemacht, sondern war einfach so, war okay. Genau. Und hier sieht man, das ist das noch existierende Gegenstück. Jetzt waren ja ein paar. Wie er dann zum ersten Mal richtig dasteht. Und er hat dann wirklich mit der provisorischen Prothese zum ersten Mal richtig laufen können, auf Vieren, konnte rennen, konnte sich mit der Prothese sogar am Ohr und am Kopf kratzen. Also er kam wirklich sehr gut mit der Prothese zurecht. Also er konnte dann wirklich eigentlich fast ein normales Rinderleben leben. Genau. Aber dennoch war es halt, wie gesagt, nur eine provisorische Lösung. Und wir hatten Kontakt mit einer Firma aus Amerika, die schon öfter für Rinder Prothesen angefertigt haben. Und haben uns dann so eine Abdruckmasse schicken lassen aus Amerika. Haben den Abdruck selber genommen. Und wir haben dann gedacht, so wie es ausgemacht war, nach 2 Monaten haben wir dann die neue Prothese. Und das Problem war, das hat sie ewig nach hinten rausgezögert. Und dann gab es auch Probleme mit der provisorischen Prothese. Es war ja eben auch nur eine provisorische. Als die Prothese dann kam, kam er leider überhaupt nicht mit der zurecht. Man sieht hier, der Steg war nach hinten raus. Der Steg hätte eigentlich nach unten gemusst, so wie es natürliches Laufen wäre. Er hat dann auch Steuerstellen bekommen und wir hatten einfach das Problem, dass Amerika doch relativ weit weg ist, auch von Bayern. Und die hatten damals vergessen, für die Prothese einen Stumpfstrumpf mitzuliefern, also eine Socke. Und ich habe gedacht, bevor wir jetzt wieder nach Amerika schreiben und uns die schicken lassen, ich versuche es mal beim örtlichen Sanitätshaus. Also es ist sowieso immer eine Sonderanfertigung und frage einfach mal, ob die uns da helfen können. Und wir haben dann dort den Stumpfstrumpf bekommen. Der Verkäufer hat mich ziemlich verdutzt angeschaut. Wie für ein Rind? Was ist es denn für ein Rind? Ist es ein besonderes Rind? Und sowas haben die natürlich noch nie gehört. Und ich war dann 2 Wochen später nochmal da für ein Pflegeprodukt, für einen Stumpf. Und
dann habe ich so beim Rausgehen aus dem Laden gefragt, ob sie sich eigentlich auch vorstellen können, für Tiere Prothesen herzustellen. In dem Fall für einen Rind. Und der Verkäufer war dann sehr aufgeschlossen, hat gemeint, ja, sehr gerne. Wenn wir da ernsthaft Interesse hätten, sollen wir uns nur melden. Und genau, das ist Klaus vom Sanitätshaus. Der kam dann auch, hat sich Nico angeschaut, hat erstmal die Prothese aus Amerika erstmal umgebaut, den Steg nach unten und kam dann auch gleich schon viel besser mit zurecht. Aber oben gab es Steuerstellen und wir haben dann einen neuen Gipsabdruck von Nico Fuß gemacht oder stumpf gemacht. Und hier sieht man, wie er jetzt seine erste original echte Prothese bekommen hat. Und er kam mit der neuen Prothese wirklich sehr, 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 sehr gut zurecht. Er hatte keine Steuerstellen mehr gehabt. Er konnte ganz normal laufen. Wir haben drei Rinder, die ungefähr Nikos Alter sind. Und es kam einmal ein Tierarzt, der normalerweise nicht kommt, hat ein anderes Rind behandelt, aber es war ja eine Box, wo die waren. Und dem ist nicht aufgefallen, dass Nico eine Prothese trägt, weil er sich so normal verhält und einfach ein ganz normales Rind ist. Genau. Also wir sind wahnsinnig erleichtert, dass das jetzt mit der Prothese doch alles am Ende doch noch so gut geklappt hat. Gerade die Übergangszeit, wo wir nicht wussten, müssen wir Nico am Ende doch noch einschläfern. Was ist, wenn wir niemanden finden, der bereit ist, Nikos Prothese zu amputieren? Was ist, wenn wir niemanden finden, der eine richtige Prothese bauen kann? Das war für uns auch eine sehr emotionale Geschichte, weil Nico uns doch sehr ans Herz gewachsen ist. Das heißt, es war ja auch für uns eine sehr psychisch belastende Zeit, die sich aber ja rentiert hat. Und wir durften wirklich, anfangs mussten wir sogar den Stumpf zweimal täglich neu verbinden und reinigen. Und bis heute, es ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre ist es her, müssen wir wirklich mindestens einmal täglich die Prothese wechseln, wird die Prothese abgenommen, der Stumpf oder der Fuß wird massiert, wird gestriegelt, wird einmassiert und dann kriegt er wieder frische Socken aufgezogen und dann kriegt er die Prothese auch wieder dran. Genau. Und gerade, also auch jetzt, aber gerade am Anfang war es extrem wichtig, dass wir das wirklich jeden Tag mindestens einmal schaffen. Weil wenn wir das vernachlässigen würden, wir würden es nie wieder einholen, wenn er dann eine richtige Steuerstelle hat, wenn es eitern würde. Weil er kann einfach nicht auf drei Beinen laufen und er ist auf die Prothese angewiesen. Darum musste das 100%ig oder 200%ig musste das gut gehen. Und was so besonders ist bei Nico, Nico kennt es nicht anders. Es ist ja nicht, dass er mit 4 Beinen oder 4 Gesunden auf die Welt kam, sondern von klein auf hat er eben einen Problemfuß. Und man kann sagen, ja, jetzt durch uns, durch die Prothesen, kann er zum ersten Mal richtig laufen. Und der Milo, der ist hier ja rechts im Bild, der ist ein etwas frecherer Freund von Nico. Würden wir das mit ihm machen müssen, den Prothesenwechsel täglich, wäre das sehr, sehr schwierig, weil er ziemlich stur ist und Dickschädel. Aber der Nico, weil er es nicht anders kennt, der macht es super mit. Der legt sich hin, wir legen ihm meistens ein Handtuch über den Kopf, damit er nicht abgelenkt ist, falls jemand mit dem Futtereimer vorbeilaufen würde, dass er dann mittendrin aufsteht. Das Bild ist auch entstanden nach einer Prothesenwechsel. Normalerweise legt er sich hin, teilweise kommt es einem vor, als ob er sogar dabei einschläft. Auf jeden Fall sieht man, dass er das richtig genießt. Genau. Ich zeige jetzt gleich noch ein Video. Das finde ich persönlich so besonders. Nico ist ja noch ein sehr junges Rind und er hat in seinem kurzen Leben bis jetzt schon mehr erlebt, als die meisten Rinder in ihrem ganzen Leben erleben werden. Und
das hat er erlebt, obwohl oder trotz, dass er ja nur drei Beine hatte oder Füße hat. Also trotz Prothese hat er in seinem jungen Leben schon mehr erlebt als die meisten Rinder. So. Das hier ist Nico. Das kleine Kälbchen ist mittlerweile 15 Monate alt, verspielt und ein richtig neugieriges Kerlchen. Dass Nico hier auf dem Erdlingshof mitten im Bayerischen Wald ein unbeschwertes Leben führen darf, verdankt er vor allem Birgit Schulze und Johannes Jung. Die beiden Leiter des Gnadenhofes haben Nico das Leben gerettet. Bei Nico war es wahrscheinlich so, dass zumindest das, was die Tierärzte vermuten, oder der Tierarzt, er war eine Großgeburt. Und die Geburt war eben sehr schwer und da wurde, ja, wahrscheinlich mit einem Strick um seinen linken Hinterfuß fixiert und dann rausgezogen. Und jetzt hat die Geburt wahrscheinlich so lange gedauert und wurde so fest, ja, zugeschnürt, dass dabei die komplette Versorgung, alles abgestorben ist. Und das hat auch dann auch dazu geführt, dass er im Prinzip seinen linken Hinterfuß verloren hat. Also musste schnell eine Lösung her und die war prompt gefunden. Denn dank einer Beinprothese kann das kleine Kälbchen nun ein unbeschwertes Leben führen. Heute ist der Orthopädietechniker da, um Nico eine neue Prothese aufzusetzen. So, dann haben wir die Kniekappe runter, weil wir müssen ja den Schaftverlauf, den Rand etwas schützen, damit da keine Fremdkörper wie Sägespäne oder Futter in den Schaft reinfallen können. Das ist die neue Prothese. Wir haben da vor einer Woche eineinhalb Gipsabdruck gemacht. Und aufhand von diesem Gipsabdruck haben wir dann den Fuß modelliert und eine Form erstellt, die genau für Nico passt. Die neue Prothese sitzt und wird nur noch mit Manschetten befestigt. Und dann kann es auch schon losgehen. Nico, komm! Nico, komm! Zwar noch etwas wackelig auf den Beinen, aber Nico muss sich nun erst einmal an die neue Prothese gewöhnen. Für das zuständige Sanitätshaus war dieser Auftrag jedenfalls mehr als ungewöhnlich. Das ist absolut das Highlight bei uns. Das erste Mal, wir haben die Anfrage gehabt vom Johannes, der ist uns ins Geschäft reingekommen. Ja, und dann haben wir das mal angeschaut und dann haben wir da so zusammengekommen und dann, weil das eine sehr interessante Idee ist von der Versorgung her, zum Ausprobieren, haben wir da dran getraut. Und so schlecht ist es nicht geworden. Ein Beispiel, das zeigt, dass mit vereinten Kräften einiges bewegt werden kann. Denn so steht dem kleinen Nico mit Sicherheit ein langes und vor allem glückliches Leben bevor. Ja, danke schön. Ich komme jetzt auch schon zum Ende vom Vortrag. Ging schneller als gedacht. Genau, ich möchte mich noch ganz herzlich beim Orga-Team vom veganen Sommerfest bedanken, dass sie auch dieses Jahr das wieder auf die Beine gestellt haben. Ich freue mich jedes Jahr hier zu sein und möchte mich aber auch bei den Paten vom Erdlingshof bedanken, denn ja, ohne die Unterstützung wären solche Einsätze und solche Rettungen wie von Nico gar nicht möglich. Also ganz lieben Dank für die Unterstützung, die der Erdlingshof von den vielen Menschen bekommt. Ganz lieben Dank.